بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اول شيء نبدا به ان شاء الله تعالى نراجع ما اخذنا في الدرس الماضي ثم نبدا بالدرس الجديد. Wir beginnen inshallah mit der Wiederholung von dem Unterricht, was wir vorhin gehabt haben, und danach beginnen wir mit dem neuen Unterricht. Was haben wir jetzt vorhin im Unterricht gehabt? Wer erwähnt es? Naam. Islamin şartları, imanın şartları, İslamın o dilekleri var ya, üç tane. İslam, ihsan, iman. Maratib al-din al-thalatha, al-islam, wal-iman, wal-ihsan. وذكرنا أن كل مرتبة أركان، فأركان الإسلام خمسة وأركان الإيمان ستة، وسيأتي معنا أن الإحسان ركن واحد. Wir haben erwähnt gehabt bis jetzt, dass die Säulen des Islam fünf sind, die Säulen des Iman sechs sind, und wir werden heute noch jetzt noch die Säule des Ihsan nehmen. غير هذا ماذا أخذنا؟ Was haben wir noch? نعم. الصلاة. أخذنا الصلوات المفروض الخمس، ولابد أن تؤدى جماعة للرجال البالغين، ومن ترك صلاة الجماعة وهو بالغ عاقل قادر فهو مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. Und wir haben erwähnt, dass das Gebet in der Gemeinschaft Pflicht ist, solange dieser Mensch in die Reife erreicht hat, gesund ist und bei Verstand ist. Wer es trotzdem unterlässt, obwohl er kommen kann, hat eine große Sünde begangen. أخذنا أن طالب العلم لابد له أن يؤدي حقوق ستة. نعم. Wir haben auch durchgenommen, dass der Schüler des Wissens sechs Rechte erfüllen muss. مع نفسه. Mit sich selber. ومع زميله. Mit seinem Kollegen. ومع شيخه. Mit seinem Lehrer. ومع كتابه. Mit seinem Buch. ومع المكان الذي يدرس فيه. Mit dem Ort, wo er lernt. ومع العلم. Und mit dem Wissen selber. نعم. غير هذا. Was noch? ماذا أخذنا؟ نعم الشيخ. توحيد. أخذنا التوحيد وأهمية التوحيد، وأن التوحيد أوجب الواجبات وأول الواجبات، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا به، ولا يدخل الجنة إلا موحد. Und wir haben den Tawhid durchgenommen, dass es die erste Pflicht ist, die höchste Pflicht ist, und dass die Person nur das Paradies betreten kann mit diesem Tawhid. وأن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وإفراد الله سبحانه وتعالى بما اختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. Und wir haben gesagt, dass dieser Tawhid, dieser Einwortglaube bedeutet, dass Allah einzig ist in seiner Anbetung und in seiner Wirklichkeit, und dass Allah der Einzige ist, mit diesen Persönlichen, mit diesen hoheitlichen Namen und Eigenschaften. نعم غير ماذا أخذنا؟ أخذنا المواضيع. نعم. أخذنا أن إحنا الأشياء اللي بنأخذها في الدرس اللي هي مسائل الدروس. أخذنا أننا سندرس بإذن الله سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، متن الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. Und wir haben den Text von dem großen Gelehrten Abdulaziz ibn Baz genommen, der heißt die wichtigen Sachen für die allgemeinen Muslime. Und der Grund dafür ist, das sind wichtige Sachen und das sind Ratschläge von unseren Gelehrten. Worum geht es in diesem Unterricht? طريقة السلف في حفظ القرآن. Es geht in diesem Unterricht als erster Punkt ist, die Art und Weise der rechtschaffenen Vorfahren, wie sie den Koran auswendig gelernt haben. Und um den Tawhid und um das Gegenteil davon, und das ist der Götzendienst. Und um das Gebet. Und um die Reinigung und die Waschung und den Tayammum. تغسيل الميت تكفين والصلاة عليه. Das Waschen des Toten und das Bekleiden und das Gebet über ihn. والآداب والأخلاق الإسلامية. Und die Verhaltensregeln und der Anstand im Islam. وماذا أخذنا غير هذا؟ Was noch? نعم. طريقة السلف قلنا أنه يحفظ في كل يوم عشر آيات وينظر في تفسير مختصر كتفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعد رحمه الله تعالى، واستعينوا بالله على العمل.
إذا في كل يوم حلو وفي اليوم في كل يوم نظر في معاني هذه الآيات تستعين بالله العمل. Wir hatten gesagt, dass er den Koran auswendig lernt, indem er jeden Tag 10 Verse auswendig lernt und danach einen kurzen Tafsir von diesen 10 Versen liest und danach Allah darum bittet, diese 10 Verse in die Tat umzusetzen. وأخذنا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. أنه معنى شهادة أن لا إلا الله أو لا إله إلا الله لابد لها من ركنين. نفي وإثبات كفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. لا إله نافيا جميع معبد من دون الله إلا الله مثبتا عبادة إلا وحده لا شريك له. معناها لا معبود بحق أي كل ما عبد من دون الله فعبادته باطل. والمستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى. Und wir hatten das Zeugnis La ilaha illallah durchgenommen und wir hatten gesagt, es steht auf zwei Säulen. Die erste Säule beinhaltet Verneinung. Das heißt, man verneint alles Angebetene. Und die zweite Säule ist Bestätigung. Und man bestätigt die Anbetung einzig und allein zu Allah. Ja. Auch Islam. وقلنا أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة البراءة من الشرك وأهله. Und wir haben die Definition des Islam genommen. Und wir hatten gesagt, der Islam bedeutet die Unterwerfung Allahs mit dem Tawhid und dass man sich freispricht von dem Götzendienst und seinen Angehörigen. Und wir hatten erklärt, dass der Iman, der Glaube bei Ahl Sunnah wa Jama'a 5 Säulen hat und die sind alle Pflicht zu erfüllen. Aussprache mit der Zunge und Glauben im Herzen. وعمل القلب والجوارح und die Taten des Herzens und des Körpers يزيد بالطاعه ينقص بالمعصيه nimmt zu mit einer Gehorsamkeit und nimmt ab mit einer Sünde. أركان الإيمان 6 أن تؤمن بالله. نعم. Die Säulen des Glaubens sind 6. Als allererstes, dass du an Allah glaubst. يعني تؤمن بتوحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات. Das heißt, du glaubst an die Einheit Allahs in der Anbetung. Und in seiner Herrschaft und in seinen Namen und Eigenschaften. Und dass du an die Existenz Allahs glaubst. Und der Glaube an die Engel als zweites beinhaltet, dass sie in einer verborgenen Welt sind, die wir nicht sehen. Und sie gehorchen Allah und widersetzen sich nicht. نؤمن بكل ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن الملائكة عليهم السلام. Und wir glauben an all das, was Allah uns über die Malaika erzählt hat, möge der Friede über ihnen sein. من أسمائهم. Über ihre Namen. وصفاتهم. Und ihre Eigenschaften. وأعمالهم. Und über ihre Taten. كذلك الإيمان بكل الكتب المنزلة من السماء أنها كلام الله. نعم. Und als drittes alle Bücher, die vom Himmel herabgesandt wurden, dass sie alle Worte Allahs sind. Und dass Allah mit jedem Gesandten, den er entsandt hat, ein Buch herabgesandt hat. Und wir glauben auch an alle Namen dieser Bücher. Und an ihre Kunden. Und auch ihre Urteile, solange sie nicht weggenommen sind. Und wir glauben daran, dass der Koran diese Bücher ersetzt. إذا لا يمكن أن نطالع هذه الكتب. لماذا؟ لأنها نسخت منسوخ. نطالع ماذا؟ كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. So ist es nicht möglich, dass wir in diese Bücher schauen und uns unsere Urteile holen, sondern dass wir in den Koran schauen, weil der Koran sie schon ersetzt hat. نؤمن كذلك بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. Und wir glauben ebenso an alle Propheten und Gesandten, möge der Friede auf ihnen sein. عبيد لا يعبدون ليس لهم شيء من خصائص الربوبية. Und sie sind alle Diener, die selber dienen, aber nicht angebetet werden. Sie haben keine Anteil an der Herrschaft Allahs. ورسل لا يكذبون أرسلهم الله سبحانه وتعالى. Gleichzeitig sind sie Gesandte von Allah, die man nicht der Lüge bezichtigen darf, sondern der Wahrheit bestätigen muss. أدوا الأمانة. Sie haben das Anvertraute von Allah übertragen. ونصحوا الأمة. Und sie haben ihre Nationen mit Ratschlägen gegeben. وبلغوا كل ما أمرهم الله سبحانه وتعالى بتبليغه. Und sie haben alles übertragen, was Allah ihnen auferlegt hat. وجاهدوا بكل أنواع الجهاد التي أمرهم الله سبحانه وتعالى بها. Und sie haben mit allen Mitteln gekämpft, was Allah ihnen befohlen hat.
نؤمن بما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم. Wir glauben an alles, was Allah uns gesagt hat über ihren Namen وصفاتهم und Eigenschaften والأخبار التي جاءت عنهم والآيات التي أيدهم الله سبحانه وتعالى بها und alle Kunden und Sachen, die über sie überliefert wurden. وأن أول الأنبياء من und dass der erste Prophet wer war? Wer war der erste Prophet? أول الأنبياء كريم آدم عليه الصلاة والسلام. نعم. Der erste Prophet war Adam عليه السلام. وأول الرسل und der erste Gesandte, der Rasul. Amen. نوح عليه الصلاة والسلام. وخاتم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. Und der letzte Prophet und Gesandte. محمد. عليه الصلاة والسلام. كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو والله كاذب وكافر. وكل من يصدق فهو كافر مثله. نعم. Und jeder, der nach dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam einen weiteren Propheten bestätigt oder behauptet, ist ein Ungläubiger und ein Lügner. Und jeder, der diesen Mann bestätigt, ist ebenso ein Ungläubiger. ثم بعد هذا الركن الخامس من أركان الإيمان. الإيمان باليوم الآخر. تؤمن بكل ما يكون بعد الموت. نعم. Und die fünfte Säule des Glaubens ist der Glaube an den Tag der Auferstehung. Du glaubst an alles, was nach dem Tod passiert. خروج الروح. Dass die Seele aus dem Körper rausgeht. سؤال الملكين في القبر. Dass die zwei Engel dich im Grab befragen werden. عذاب القبر نعيم القبر. Die Strafe im Grab oder die Wonne im Grab. البعث بعد الموت. Und das Auferstehen nach dem Tod. الجنة. Das Paradies. النار. Die Hölle. الحساب. Die Abrechnung. حوض النبي صلى الله عليه وسلم. Das Becken des Propheten صلى الله عليه وسلم. كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر. Alles, was nach dem Tod geschehen wird, gehört zu dem Glauben an den Tag der Auferstehung. Die sechste Säule des Glaubens ist, dass du an die Vorherbestimmung Allahs glaubst, das Gute und das Böse darin. Und dies beinhaltet wiederum vier Dinge. Die erste Sache in der Vorherbestimmung ist, dass du daran glaubst, dass Allah alles weiß und nichts in dem Himmel und auf der Erde entgeht Allahs Wissen. Das zweite ist, dass Allah den Stift befohlen hat, alles aufzuschreiben, was passiert bis zum Aufstehen der Stunde. Und dass du daran glaubst, dass nichts im gesamten Universum passieren kann, außer dass Allah es will. So ist das, was Allah will, passiert und das, was er nicht will, wird nicht passieren. Und die Taten des Dieners selber sind erschaffen, so wie der Diener selber auch erschaffen ist. Das Wissen وكتابه, und das Geschriebene ومشيئه, وإرادة, und der Wille Allahs وخلق, und die Schöpfung. هذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. فماذا تصنع؟ الله علم كل شيء سبحانه وتعالى. هل تعمل أو تترك العمل؟ تعمل وتحسن الظن في الله سبحانه وتعالى. Was machst du also? Allah weiß doch alles. Machst du jetzt Taten oder nicht? Du machst Taten. Du machst Taten, um dich in Allah zu nähern. تعمل الطاعات والمعاصي. طاعات ولا ضد. طيب الذي يعمل المعاصي الآن ويحتج بالقضاء والقدر. يعني مثلا عافانا الله إياكم يشرب الخمر. وتسأل لماذا تشرب الخمر؟ يقول لو شاء الله ما شربت الخمر. نعم. Was machst du jetzt? Machst du jetzt gute Taten oder schlecht? Wir müssen gute Taten machen. Was ist aber jetzt mit jemandem, der zum Beispiel den Alkohol trinkt und sagt, wenn Allah gewollt hätte, wenn Allah vorherbestimmt hätte, hätte ich nicht getrunken. فهذا ماذا تصنع معه؟ Was sagen wir dir? تضربه حتى يغمى عليه. نعم. Du schlägst ihn so lange, bis er unbewusst wird. فإذا أفاق وقال لماذا تضرب؟ تقول لو شاء الله ما ضربتك. Und wenn er wieder aufwacht. إنما أضربك بقضاء الله. Wenn er wieder aufwacht und fragt, warum hast du mich geschlagen? Dann sagst du ihm, weil Allah es mir vorbestimmt hat, weil das sein Qadar ist. فإن اقتنع وراجع عن هذا تتركه وإلا تضرب الثانية. Wenn er nicht überzeugt ist, dann lässt du ihn. Und wenn nicht, schlagst du ihn noch ein.
هذا الكلام من باب أن نفهم هذه المسألة. أما لا تضرب أحد. مفهوم؟ Das nur damit ihr diese Sache versteht, nicht dass ihr jetzt jemand zusammen steht. رفع سارق إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فأمر عمر رضي الله عنه بالشرع أن تقطع يده. Es wurde ein Dieb zum Umar gebracht, radiallahu anhu, und dann hat Umar radiallahu anhu befohlen, dass ihm die Hand abgeschnitten wird. فقال هذا السارق لعمر رضي الله عنه أتلومني على شيء كتب الله عليه إنما سرقت بقضاء الله. Dann sagte dieser Dieb zum Kalifen: Willst du mich wegen etwas bestrafen, was Allah mir vorherbestimmt hat? Ich habe doch nur geklaut, weil Allah es schon geschrieben hatte. فقال له عمر رضي الله عنه وكذلك نحن كتب الله وقضى الله أن نقطع يدك ماذا نصنع؟ أتلومني على شيء كتب الله أن نقطع يدك ماذا نصنع بك؟ نعم. Und dann sagte Omar, willst du mich für etwas beschuldigen, was Allah auf mich geschrieben hat? Ich muss jetzt deine Hand abschneiden. So hat Allah es geschrieben. إذن تجمع بين أن الله سبحانه وتعالى علم ما يفعل العباد وهذا يجعلك تعمل الأعمال الصالحة. نعم. Also verbinden wir dazwischen dem Wissen Allahs, dass er weiß, was die Menschen tun. Und das bringt dich dazu natürlich, Taten zu bringen. المرتبة الثالثة مراتب الدين الإحسان. Und die dritte Stufe der Religion ist der Ihsan. Al-Ihsan rukun wahid. Na'am. Und er hat nur eine einzige Säule. Lakin taht hala al-rukun martabat mushahada an ta'bud Allah ka'annaka tara' ibadah raghba wa hubb wa shawq fi ma 'inda Allah. Yani aqwa dafi' adfa'ak lil-ibadah huwa al-raghba wa al-hubb wa shawq fi ma 'inda Allah kama kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yusalli hatta tatafattar qadamah wa yaqul afala akun 'abdan shakura. Und diese Stufe beinhaltet, dass du Allah so anbetest, als wenn du ihn siehst. Dass du ihn mit Hoffnung und mit so starker Liebe anbetest, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es getan hat, so lange gebetet, bis seine Füße Risse bekommen haben und dann gesagt hat, soll ich denn nicht ein dankbarer Diener sein? فإن لم تستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن أن تخرج عن المرتبة الثانية فإن لم تكن تراه فإنه يراك عبادة خوف وهرب وتسمى عبادة المراقبة. Und wenn du diese Stufe nicht erreichst, dass du Allah so anbetest, als wenn er dich sieht, dann geh mindestens auf die zweite Stufe, wo du sagst, Allah sieht mich. Was ist der Beweis dafür, dass die Säulen des Islams und des Imans und des Ihsan existieren? Wer weiß es? Man ya'rif al-dalil ala arkan al-islam wal-iman wal-ihsan. Na'am. حديث جبريل عليه السلام. نعم. Und was der Beweis? Der Beweis ist der Hadith von Jibril عليه السلام mit dem Propheten صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الشيء مما يتعلق بالتوحيد ومراتب الدين. نعم. Das ist eine Sache, die mit dem Eingottglauben zu Allah zu tun hat und mit den Stufen der Religion. ما يضاد التوحيد الشرك والشرك يقسم إلى قسمين شرك أكبر وشرك أصغر. نعم. Und das Gegenteil von diesem Tawhid ist der Schirk und der wird in zwei Teile geteilt, der größere und der kleinere. فمن مات نسأل الله عليه والسلام على الشرك الأكبر فهو مخلد خلود أبدي في النار. Und wer mit diesem großen Schirk, mit dieser großen Beigesellung zu Allah stirbt, der wird für alle Ewigkeit im Höllenfeuer sein. ومن مات على الشرك الأصغر يعذب بقدر شركه ثم يدخل الجنة. Und wer auf dem kleinen Götzendienst als Schirk stirbt, der wird so lange bestraft, bis er gereinigt wird und danach ins Paradies kommt. Und wenn der Mensch in seinem Leben von dem großen oder dem kleinen Schirk Reue macht und zurückkehrt, dem nimmt Allah seine Reue an. Und deswegen ist es jetzt Pflicht für uns, diesen Schirk, diese Beigesellung zu erlernen, damit wir nicht da reinfallen. Ich will Beispiele für den großen Schirk. Gib mal ein Beispiel für den großen Schirk. أن تعبد مثلا الأصنام عبادة غير الله صرف أي عبادة لغير الله قليلة أو كثيرة. نعم. Ein Beispiel dafür ist, dass du irgendeine Anbetung, sei sie klein oder groß, für jemanden anderen machst außer Allah. يسجد لغير الله.
يسجد لغير الله. يصلي لغير الله. يصوم لغير الله. يحج لغير الله. ينذر لغير الله. يذبح لغير الله محبة وتعظيم كالذبح للجن أو لأصحاب القبور. Er schlachtet zum Beispiel für jemand anderen außer Allah wie die Schlachtung für die Djinn oder für die Leute des Grabes. Das Umkreisen der Gräber. Dass man bittet, dass man jemanden bittet außer Allah über Sachen, die nur Allah kann. Er verlangt zum Beispiel, dass es regnet oder dass er ein Kind bekommt oder dass die Toten wieder lebendig gemacht werden. الآن بعض الناس هدانا الله إياه إذا سقط له السن إيش يصنع؟ الأطفال. أطفال وأنت صنعت هذا أكيد وأنت صغير. نعم. نعم أسبق. إذا سقط له سن يستقبل الشمس وينادي الشمس يقول يا الشمس يا سم موسى خذي سني وأعطيني الشمس تعطيك هذا معناه شرك ماذا أكبر من الذي يعطي موجود نعم قلنا وإحنا صغار يعني Leider gibt es manche, die, wenn sie einen Zahn verlieren in der Tradition, sie schauen zur Sonne und sagen, nimm mal einen Zahn und gib mir anstelle was anderes. Und wer gibt außer Allah? Und das ist ein großer Schritt, der einen aus der Region rauscht. Das wird بعض الأشجار يقول عباد الشمس. الأشجار ما تعبد إلا الله سبحانه وتعالى. صحيح؟ كل المخلوقات تعبد الله. ما يوجد أحد يعبد غير الله إلا الكافر فقط. ولا المخلوقات كلها تعبد الله وتسبح الله سبحانه وتعالى. Oder dass man sagt zu den Bäumen, diese Bäume dienen der Sonne. Und obwohl alle Geschöpfe in den Himmel und den Erden nur Allah anbeten. Und der Einzige, der Allah nicht anbetet, ist der Ungläubige. Und ansonsten ist alles Geschöpf Allah anbetet. سب الرب. Oder Allah. سب النبي صلى الله عليه وسلم. Oder den Propheten. الاستهزاء بالدين. Spaß in der über die Religion zu machen. كفر أكبر. Das ist großer Unglaube. طيب. أمثلة على الشرك الأصغر. Beispiele für den kleinen Schirk. الأسير الرياء. الله يفتح عليك. نعم. Das man zum Beispiel. يعني يعمل العمل يعمل العبادة حتى يمدح من الناس. Dass man eine Anbetung macht, zum Beispiel betet, damit die Leute ihn loben. الحلف بغير الله الأصل في أنه شرك أصغر. يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. Dass man zum Beispiel mit jemand anderes außer Allah schwört, wie zum Beispiel das Schwören mit dem Propheten. Oder er schwört bei dem Einvertrauen. يقول أمانة عليك أمانة عليك حلف بغير الله حتى وإن لم يقل والأمان. Zum Beispiel er sagt, dass wegen dem Anvertrauen gut, das ist auch Schwören. يحلف بتربة الجد تربة الأب يقول شيبة جدي شيبة أمي صح رقبة أمي رقبة جدي مثلا صحيح؟ حلف بغير الله موجود؟ شرك أصغر حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم Dass er schwört zum Beispiel mit dem Propheten oder mit den Gräbern oder mit seinen Eltern oder mit Großvätern. قول ما شاء الله وشئت لأن الواو تقتضي المساواة. نعم. Dass man zum Beispiel sagt, was Allah will und du willst. Weil dieses und du willst bedeutet, dass es gleich ist mit Allah. إذا لابد أن نحذر من الشرك. سواء كان أكبر أو أصغر. نعم. So ist es Pflicht für uns von diesem Schild fernzuhalten, egal ob klein oder groß. طيب هذا ما يتعلق بشيء من أنواع الشرك. نعم. Und das hat alles damit zu tun gehabt mit den Arten des Schirk. طيب الآن نتكلم عن الصلاة إن شاء الله تعالى. Und ab jetzt sprechen wir über das Gebet. ماذا يصنع المسلم؟ Was macht der Muslim? الأول يتطهر في بيته يعني ما يؤخر الوضوء إلى المسجد الأصل